Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen, aber leider hat YouTube mir da einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht und das Video einfach mal in Deutschland gesperrt. Deswegen reagieren wir heute auf YouTube Kacke Drachenlord gegen Marcel Davis. Ich hab Stefan dabei. Let's go! Marcel Davis. Hallo. Das sind die Mails mit guten Ideen, die mein Team und ich täglich wegschmeißen. Aber niemand erwartet die Scheiße. Digga, das ist doch in jedem Callcenter, schrägstrich in jeder Firma wahrscheinlich so, dass die gute Ideen von Kunden einfach wegschmeißen. Natürlich, Alter. Jetzt zeige. Darf ich vorstellen, das Davis Smartpad. Damit können Sie sich mit Freunden vernetzen. Oh, der Drachenlord. Hallo. Was laberst du, Alter? Ich heiße nicht Drachenlord, ich heiße Hartz-IV-Lord. Ich bin Marcel Davis. Du, da drauf scheiß ich. Oder besser gesagt, ich scheiß auf Sie. Mir ist es scheißegal, wie... Voller Empfang. Da könnte ich mich jetzt aufhören. Einfach so random. Voller Empfang. Ich finde es aber auch gut, dass er sagt, Freunde vernetzen, dann ruft jemand an und dann ruft Drachenlord an und dann sitzen sie sich auf einmal. Alles ein bisschen weird. Aber ich sag mal, ich bin jetzt gerade ein bisschen kontra Drachenlord eingestellt, weil gegen Marcel Davis zu shooten gefällt mir gar nicht. Nee, macht man nicht. Voller Empfang. Ich hab keinen Bock drauf, ohne Scheiß. Bei Ihnen irgendetwas nicht richtig läuft. Gehen wir saufen. Tja, einfach smart. Zuerst, das Internet geht bei mir immer noch nicht. Unsere Lösung, der neue 1&1 Home Server mit mehr... Mein Internet ist momentan gedrosselt. Aber das Wichtigste, und das wollen 99%, ist ein Eis zum günstigen Preis. Was soll denn dieser Ja, ein Eis zum günstigen Preis hätte ich tatsächlich ganz gerne. Der alte Verkaufsding, Alter. Verkaufsgenie. Vor allem, ich hatte schon so lange kein Eis mit so einem günstigen Preis. Ich meine, wenn die Kugel einfach 1,10 Euro kostet, ganz ehrlich, was soll die und Scheiße? Vor allem, wenn es sich reimt, Digga. Und vor allem, musst du rein. Ohne Scheiß, wenn eine Eisdiele hier in Deutschland den Werbeslogan Eis zum günstigen Preis an ihrem Schild vorne hat, ich gehe da sofort rein. No matter what. Und der Scheiße nochmal. Deshalb senke ich den Preis für das Eis auf 19,99. Ist mir doch scheißegal. Was? Eigentlich sollte von 1&1 schon seit Wochen ein Techniker da sein, der sich darum kümmert. Dann kümmere ich mich darum. Traut euch. Ja, danke, Marcel Davis. Zu mir und legt euch mit mir an. Ich prügel die Scheiße aus euch raus. Mein Team und ich helfen Ihnen gerne. Manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht regeln. Dann reden wir auch nicht lange um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Marcel Davis, 1&1. Oh Mann, das Loch, Digga. Hallo. Hast du es gesehen? Was? Nee. Auf der Klingel stand Sturm. Warte mal, da muss ich mal kurz zurück. Kann man am Telefon nicht regeln, dann reden wir auch nicht um den heißen Brei herum, sondern kommen persönlich vorbei. Och Mann, Digga. Ey, so schlecht. Marcel Davis, 1&1. Hallo. Oh, das ist der falsche. Ja, hätte ich aber jetzt erwartet, dass Andreas irgendwie die Tür zuschlägt oder wieder mit Beleidigung um sich wirft. Mindestens. Come to me and guess. I will this guy breaken. Broken, wie auch immer. Zerstören. Marcel Davis, 1&1. Hau ab! Haut ab! Und wir gehen erst wieder, wenn er ausrastet. Ich schlag ihm so die... Ja, ich glaube, da sind wir schon längst drüber, weil er will ihn ja richtig breaken, Alter. Oder wie auch immer. Ich schmeiß ihm so die Prügel raus. Tja, ein altes Modem raus, neues 1&1 Modem rein. Jetzt verpiss dich endlich! Einfach neues 1&1 Modem raus, altes Modem rein. Ja, da wäre ich jetzt aber auch ausgerastet, wenn er mir das alte Modem einfach wieder einbaut. Wie zufrieden waren Sie mit unserem Service, Alter? Ja, das ist wirklich so, ohne Scheiß. Wenn man mir mal einen Techniker da war, war es genauso. Das hier ist unser DSL-Modem. Halt die Fresse! Haut ab! Das Leben eines YouTubers wird plötzlich sehr real, als 1&1 zum Sturm auf sein Haus aufrufen. In Deutschland hat ein YouTuber namens Drachenlord unlängst seine Adresse veröffentlicht. Seitdem besuchen ihn 1&1 Mitarbeiter. Ich denke nicht, dass das aufhören wird. Ich bin momentan sehr stark am Überlegen, ob ich umziehe. Etwa 700 Menschen von 1&1 sind vergangenen Montag in das 40-Einwohner-Dorf von Drachenlord Rainer W. gekommen. Fair und transparent. Ja, sehr, sehr geil, ja, auf jeden Fall. Oh, fair und transparent. Beim 701-1 Mitarbeiter, das ist schon echt heftig. Und ich finde es auch gut, dass sie seinen Namen Rainer W., als ob niemand seinen Nachnamen kennt, nochmal so zensieren mussten. Trotzdem, sehr, sehr geiles Video von Sostrato. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Alles wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde mich sehr über dein Like, ein Abonnement und einen Kommentar freuen. Schreibt mir gerne neue Vorschläge in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal rein. Ciao.